machen heute einen Film über eine neue Art, wie man unsere Streuschalen, das Praxisprüfset, aufstellt. Und zwar ist es ein System, das sowohl für kleine als auch für große Arbeitsbreiten geht. Und das wollen wir euch heute mal zeigen. Dafür sind wir auf dem Stoppelacker. Die Vorarbeiten sind, dass ihr in der Streutabelle, am besten in der App, natürlich euren Dünger raussucht, den Düngerstreuer nach Streutabelle einstellt, so wie es sich alles gehört. Vorher kontrolliert, ob alles in Ordnung ist, sind die Bürsten in Ordnung, stimmt die Schieberposition, ist der Aufgabepunkt richtig eingestellt, rechts und links, beide Seiten, dass das alles überprüft ist. Und dann, um zu kontrollieren, ob die Streutabelleneinstellungen auch dementsprechend, was euer Dünger ist, den ihr real vor Ort habt, dafür stellt man dann die Streuschalen auf. Eins ist noch wichtig, wenn man Harnstoffdünger streut, dann ist es ja in Deutschland Pflicht, dass, wenn man ihn nicht einarbeitet, dass er mit Ureasehemmer behandelt ist. Und es gibt gewisse Harnstoffe, wo der Ureasehemmer aufgesprüht ist, dann setzt sich eine Schicht in die Wurfflügel ab. Man sieht es dann so richtig, ist im Wurfflügel so eine Schicht von diesem Ureasehemmer drin. Deswegen empfehlen wir, bevor ihr den Schalentest macht, erst 500 Kilo auszustreuen, also Streutabelleneinstellung, 500 Kilo abstreuen und dann erst den Schalentest macht, weil dann ist diese Schicht in dem Wurfflügel drin. Die Schicht behindert den Dünger beim Rausrutschen. Deswegen ist es wichtig, dass diese Schicht schon drin ist und ihr dann erst den Schalentest macht. Ja, wenn das jetzt ein normaler Dünger ist, irgendwie ein Kalkamon oder so, dann spielt das keine Rolle. Aber mit diesen Harnstoffen, da sollte man das erst 500 Kilo ausstreuen. Also, dann fangen wir mal an, die Schalen aufzustellen. So, jetzt stellen wir die Schalen auf. Das System funktioniert mit 10 Schalen und das stellen wir auf eine halbe Arbeitsbreite auf. Hier der Acker, der hat 21 Meter, also 10,50 Meter messe ich jetzt von Mitte Fahrgasse ins Feld rein. Wenn ihr jetzt 27 Meter habt oder 30 Meter, immer halber Fahrgassenabstand. Also 30 Meter messe ich 15, 24 Meter messt man 12, ja, immer halben Fahrgassenabstand. Dafür ist das Maßband mit dabei. Kleines Trick vom Küken, Schraubenzieher. Dann kann ich es hier in der Mitte der Fahrgasse reinstecken und dann das Maßband entsprechend rausführen. So, 9 Meter. 10,50. So, und dann hole ich mir jetzt meine Schalen. Bei uns ist es ja so, dass wir die getrennt haben, sowohl diese unteren Schalen als auch die Einleger. Und ich fange jetzt an, die Schalen aufzustellen bei 2,50 Meter als erstes. Wichtig ist, wenn man die Schalen stellt, dass sie möglichst waagrecht stehen und ungefähr 1 Meter auseinander, also 2 Schalen jeweils, ungefähr 1 Meter auseinander. Dann bei 5 Meter, da kommt es jetzt auch nicht auf den Zentimeter drauf an, ob die jetzt 10 cm weiter vorne oder drüber stehen, das spielt überhaupt keine Rolle. 7,50 Meter und schön reindrücken, damit sie hier schön waagrecht stehen, also und hier nochmal und dann habe ich sie entsprechend richtig stehen, also dass sie schön waagrecht stehen. Man kann es auch auf einer Wiese machen, wenn der Bestand jetzt höher ist, dann muss man sich halt irgendwo eine Wiese suchen, wo man streuen kann, damit die Schalen halt nicht verdeckt sind. So, dann die Einsätze verteilen. Das Gute ist an den Einsätzen, oder das Wichtige ist, dass der Dünger nicht rausspringt. Wenn der Dünger also jetzt vom Streuer kommt, dann könnte er jetzt hier reinhüpfen und wieder rausfliegen. Und das verhindern diese Einsätze. Und das ist auch viel besser, als wenn man jetzt irgendwie Eierkartons nimmt oder Fußmatten oder sowas. Und da haben wir uns wirklich viel Gedanken gemacht. Die sind zwar etwas sperrig, unsere Streuschalen, aber es sind halt die am besten funktionieren. Und deswegen nehmen wir die auch her. So, und die letzten beiden stehen in der Fahrgasse. Fährt man dann mit dem Schlepper drüber.
Okay, da haben wir die Röhrchen, die machen wir natürlich auf die Seite und das Maßband. Und gefahren wird jetzt zweimal drüber. Also wir fahren quasi diese eine Fahrgasse hoch und dann die andere nochmal runter. Und dann leeren wir die Schalen aus. Jetzt sind wir in dem ersten Versuch drüber gefahren. Jetzt haben wir unsere Röhrchen und füllen jetzt jedes Schalenpaar in ein Röhrchen rein. Also das erste Schalenpaar natürlich ins erste. Muss man jetzt hier auf dem Stoppelacker das Stroh ein bisschen raushalten, dass da nichts passiert. Und dann kommt das ins erste Röhrchen rein. Es ist eh so, dass ihr mit der Geschwindigkeit fahrt, wo ihr sonst auch fahrt beim Düngen. Also wenn ihr 12 km/h fahrt beim Düngen, dann fahrt ihr auch mit 12 km/h über die Schalen. Und auch mit der Menge, mit der ihr fahrt, dass ihr dann da auch entsprechend, wenn ihr 300 Kilo pro Hektar auf dem Acker streuen wollt, dann fahrt auch mit 300 Kilo über die Schalen. So, jetzt sieht man hier in den Röhrchen, ist eine Skala dran. Ein Teilstrich ist immer Toleranz. Ja, das geht hier ja, ist ja ein Praxisprüfset, ein Feldtest, kein Labortest. Also deswegen ein Teilstrich darf immer dazwischen sein. Hier bin ich jetzt unter 13, hier 12,5, 11, 9,5, 8. Also hier sieht man ganz klar, es nimmt nach außen ab und deswegen habe ich den Aufgabepunkt zu niedrig. Der streut also zu sehr hinter den Schlepper und ich muss den Aufgabepunkt hochnehmen, damit ich das Streubild ein bisschen nach außen mache. Macht man den einen Aufgabepunkt Schritten, also nicht einen halben Aufgabepunkt, sondern einen, nehmen wir jetzt hoch. Also von dem, wenn ich 5 eingestellt habe, gehe ich auf 6 Aufgabepunkt und dann fahren wir nochmal über die Schalen drüber. So, das versuchen wir jetzt mal. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt passt. Also gleiches Spiel nochmal von vorne. Wieder Schalen ausleeren. Dann gucken wir mal, wie es wird. Ich habe mich noch nicht getraut hinzuschauen, ob es jetzt passt. So, also was haben wir hier? Hier haben wir jetzt 10, 10, bisschen unter 10, 11, 10. Wir haben ja gesagt, ein Teilstrich ist Toleranz. Also das kann schon mal sein, dass jetzt gerade die Schale nicht ganz gerade stand oder dass irgendwas war. Also das ist in Ordnung. Also so ist das Streubild super. So lassen wir es. Jetzt können wir düngen. Gutes Gefühl, keine Streifen. Los geht's. So, jetzt haben wir den Test gemacht. Wir haben den Streuer richtig eingestellt und jetzt kann man bedenkenlos losstreuen. Diese Art des Tests mit den 10 Schalen auf die halbe Arbeitsbreite könnt ihr, wie gesagt, machen für kleine Arbeitsbreiten, für große. Das geht für die Axis-Baureihe, das geht für den Akzent, das geht genauso aber auch für die MDS-Streuer. Kann man in dem gleichen Art die ganze Zeit machen. Wir empfehlen das bei jeder Düngercharge mindestens einmal zu machen. Das heißt, ihr sucht eure Streutabelle und überprüft euren Dünger vor Ort, der durch Transport, durch Umlagern, durch irgendwelche Sachen, Luftfeuchtigkeit, seine Streueigenschaften verändert hat, zu überprüfen, ob der Streutabellenwert, den wir in der Streuhalle machen, wo ja alles Idealbedingungen sind, auch bei euch auf dem Hof der gleiche ist. Und dafür empfehlen wir diesen Praxisprüftest
um einfach sicher zu sein, okay, ich mache nichts falsch, es läuft in die richtige Richtung. So, viel Spaß beim Düngen und wenn ihr weiter informiert sein wollt über Rauch, abonniert unseren YouTube-Kanal, auch bei Instagram oder so sind wir aktiv, da seid ihr immer informiert. In der Streudabellen-App schicken wir auch immer mal so Push-Nachrichten raus, wo wir dann auf aktuelle Dinge hinweisen oder sowas und da einfach ein bisschen, wenn ihr dranbleiben wollt, dann könnt ihr euch entsprechendes über dieses Abonnieren von den Kanälen auch immer auf dem aktuellen Stand bleiben. Also, viel Spaß beim Düngerstreuen!